die zweite große Krise, in der die Energieversorgung Europas gerade ist, ist die miserable Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich. Atom ist die zweite große Krise, die wir gerade haben. Sie lachen. Sie lachen und höhnen. Sie lachen und höhnen, weil Sie sich offensichtlich mit den Fakten nicht auseinandergesetzt haben. Sie haben ja noch nicht mal mitbekommen, dass die Atomkraftwerke nur zur Hälfte laufen, so wie Sie sich gerade benehmen.